Grüß euch, liebe Zuschauer, ein allerherzliches Willkommen bei Blaupause TV. Heute zum dritten Teil unserer Buchbesprechung zu diesem Thema Uncle Sam's Snuff Factory. Da haben wir irgendwie schon zwei Teile gedreht und heute soll es in dem dritten Teil darum gehen. Der Marcel hat ja Remote Viewing Sessions in Auftrag gegeben, um so ein bisschen die Hintergründe rauszubekommen und das Ganze auch unabhängig. Und dabei sind natürlich noch ziemlich viel Sprengstoff, möchte ich es jetzt mal nennen, rausgekommen. Und genau darüber wollen wir in der letzten Sendung hier nochmal sprechen. Für diejenigen, die die ersten beiden Teile noch nicht gesehen haben, oben findet ihr die Internetadresse www.blaupause.tv. Dort findet ihr die ersten beiden Teile oder direkt auf YouTube oder Telegram oder. Gibt ja mittlerweile sehr viele Plattformen, wo wir vertreten sind. Abonnieren bitte nicht vergessen. Wir haben klare Aufgaben und Ziele uns für dieses Jahr vorgenommen. 50.000 Abonnenten wollen wir mit euch zusammen mindestens erreichen und gerade diese Themen, die wir hier besprechen, müssen ja natürlich viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und da könnt ihr auf jeden Fall helfen. In diesem Sinne, Marcel, lass uns erstmal anfangen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du wieder da bist, heute zum dritten Teil. Ich danke dir für die erneute Einladung und ja, freue mich auf unser spannendes, interessantes Gespräch heute. Dann, mit sehr viel Zündstoff, du hast es schon angetriggert eben. Um was es heute geht. Vielleicht kurz nochmal den Hintergrund. Wir hatten ja die letzten zwei Male schon drüber gesprochen. In meinem neuen Buch geht es um Katie Groves, eine junge Frau, mittlerweile so Ende 20, die in eine Familie hinein wurde mit einem Kulthintergrund, gleichzeitig aber auch mit Verbindung zur CIA, wo bereits der Vater in dieses MK-Ultra-Programm hineingeboren wurde. Sogar von Josef Mengele selbst auch zum Programmierer ausgebildet wurde. Sie selber sollte das dann weiterführen und berichtet in ihren Videos sehr detailliert auch über so Programmierer-Insider-Wissen, also wie funktionieren Programmierungen, aber auch wie löst man Programmierung auf. Insofern, denke ich, findet man in ihren Videos und dann auch in meinem Buch durchaus auch für Therapeuten wichtig, auch nochmal ja, Tipps zur Deprogrammierung. Also wie löse ich bestimmte Programme auf, wie gehe ich da um beispielsweise möglichst keine Selbstmordprogramme, Selbstverletzungsprogramme auszulösen, die als Sicherung eingebaut worden sind von Tätern, typischerweise in solchen Mind-Control-Opfern. Und ich konnte im Rahmen meiner Recherchen, denke ich, sehr gut zeigen anhand anderer Quellen, dass das, was Katie Groves dort berichtet, authentisch ist, weil eben viele andere Überlebende Ähnliches berichten bis hin zu übereinstimmenden Details. Da auf einige waren wir auch drauf eingegangen, sodass man sagen kann, ihre ganze Story, die sie so präsentiert, auch Angaben, die sie gemacht hat zu ihren Eltern, zu ihrer Familie, das ließ sich weitgehend überprüfen. Sodass grundsätzlich mal auch meinerseits keine Zweifel bestehen und bestanden, dass sie eine glaubhafte Zeugin ist. Dennoch muss man natürlich berücksichtigen, sie berichtet von Dingen, die andere Überlebende in dieser Form noch nicht berichtet haben, insbesondere eben von dieser Untergrundbasis, etwa eine Dreiviertelstunde von Austin in Texas entfernt, wo ja extreme Dinge passiert sein sollen. Also sie wurde dort nicht nur programmiert, sondern vor allem soll da sozusagen der Sitz eines Kinderhandelsrings sich befinden und es sollen Snuff-Filmproduktionen in einem erheblichen Umfang dort stattfinden. Und andere Dinge wie Kannibalismus, der dort praktiziert wird und ähnliches. Also beispielsweise berichtet sie davon, dass sich auch sehr wohlhabende Menschen dort quasi einquartieren konnten oder vielleicht auch noch können in dieser Untergrundanlage, müssen dann allerdings abgeschottet von der Außenwelt dort auch ja sozusagen den Rest ihres Lebens verbringen und haben dort aber, was ja quasi das Ausleben von sadistischen, perversen Fantasien anbelangt, dem sind ja keine Grenzen gesetzt. Das heißt, denen werden dann Sklaven für jeden erdenklichen Zweck zur Verfügung gestellt. Solche Dinge spielen sich nach ihrem Bericht in dieser Untergrundanlage ab. Das heißt, am Ende kann man sagen, die Existenz dieser Anlage ist entscheidend dafür, stimmt jetzt ihre Story oder nicht. Wenn man zum Ergebnis käme, diese Untergrundanlage gibt es gar nicht, dann würden sich doch trotz allem Zweifel auftun, ob zumindest ein Teil ihrer Berichte da frei erfunden sind oder durch Programmierung ihr eingegeben worden sind oder ähnliches. Wenn aber die Existenz dieser Uncle Sam's Snuff Factory
ja, bestätigt werden könnte, dann wäre das nochmal sozusagen der letzte Stein auf diesem Beweis oder Gebäude von Beweisen, was man da anhand vieler Indizien errichten konnte. Mhm. Und das war für mich die Motivation zu sagen, warum setzen wir denn nicht Remote Viewing, was von der CIA ja in den 70er Jahren entwickelt wurde, was auch durch tausende CIA-Dokumente belegt ist, dass es das gab, dass die CIA es auch erfolgreich operativ angewendet hat. Warum setzen wir das nicht ein, sozusagen in dem Fall gegen die CIA, um herauszubekommen, gibt es Uncle Sam's Nut Factory und vielleicht auch noch einige Informationen mehr, was sich dort abspielt. Mit dem Ansatz habe ich mich dann an eine Gruppe von Remote-Viewern gewendet. Einen Namen kann ich sagen, die anderen möchten da gerne anonym bleiben. Einer davon kommt aus der Schweiz. Das ist der Stefan Weber, der hat eine eigene Internetseite auch, selbstidentifikation.ch, bietet dort auch sozusagen Remote-Viewing-Sessions und auch Ausbildung an. Und von ihm und anderen wusste ich, dass die sehr sorgfältig und gewissenhaft arbeiten und vor allem auch recht talentiert sind, was diese Technik des Remote Viewing anbelangt. Ich hatte zum Teil in anderen Kontext schon mit ihnen gearbeitet und war da ja überzeugt worden, dass die ja Unglaubliches leisten können. Was natürlich nicht hieß von Anfang an, dass da auch was Sinnvolles bei rauskommt. Das heißt, ein gewisses Risiko war mit dem Projekt schon verbunden, wenn sich jetzt herausgestellt hätte, die können keinerlei Hinweis auf das finden, was wir da suchen. Dann wäre ich zumindest in eine schwierige Situation reingeraten, zumal das Buch zu dem Zeitpunkt schon im Übrigen runtergeschrieben war. Trotz allem war es mir wichtig, diesen Weg mal einzuschlagen und zu schauen, wohin der führt. Und das heißt, ich habe mit einem Remote Viewer, der dann als sogenannter Monitor aufgetreten ist, also die Sitzung angeleitet hat, das Target formuliert, das heißt beschrieben, nach was suchen wir überhaupt, in dem Fall dann eben diese Uncle Sam's Snuff Factory mit ein, zwei Zusatzfragen, inwiefern spielt sich da Mind Control, also MK Ultra ab und Snufffilmproduktion und ähnliches. Aber verkürzt gesagt, es ging um die Bestätigung der Existenz dieser Anlage. Mhm. Nachdem wir das Target umschrieben hatten, sind wir sozusagen übergegangen zu einer Technik, die von der CIA entwickelt wurde, namens Coordinate Remote Viewing. Wie der Name schon sagt, spielen dort Koordinaten eine Rolle. Und zwar hat man logischerweise oder wie es zu erwarten wäre, herausgefunden, dass beim Remote Viewing es ungünstig wäre oder auch ungünstig ist, wenn ich dem Remote Viewer, also demjenigen, der medial an Informationen rankommen soll, konkret nach dem Frage, was er dort beschreiben soll. Weil dann in dem Moment besteht natürlich ein sehr großes Risiko, dass Fantasien auf unbewusste Weise bestimmte Annahmen hineinfließen und am Ende man gar nicht mehr unterscheiden kann, was hat er wirklich an Informationen aus diesem Informationsfeld, dem Hypothetischen, abgerufen, von dem man ausgeht, auch die CIA, dass das so funktioniert. Also das Unterbewusstsein lockt sich quasi ein in so ein Informationsfeld, was unabhängig von Raum und Zeit ist. Also Entfernung spielt keine Rolle, aber auch spielt keine Rolle, ob ein Vorgang in der Vergangenheit passiert ist oder erst noch passieren wird. Gab sogar die interessante Erkenntnis bei der CIA, als man die Versuche durchgeführt hat, dass sogar, Targets beschrieben wurden, bevor die Aufgabe gestellt wurde. Also ganz, ganz verrückte Dinge. Was zeigt, dass Zeit im engeren Sinne eben nicht existiert oder zumindest nicht linear. Um eben zu vermeiden, dass Fantasien reinfließen in die Tagebeschreibung, ist man dazu übergegangen oder hat herausgefunden, dass das überhaupt funktioniert, dass man dem Target eine Zufallskombination von Zahlen zuweisen kann, also diese Koordinaten. Und dann sagt man eben dem Remote Viewer lediglich diese Zahlenkombination und bittet ihn, dieses Protokoll standardmäßig abzuarbeiten.
allein ausgehend von diesen Zahlen. Also er weiß nicht, um was es geht. Auch in meinem Fall wussten die Remote-Viewer nicht, dass ich da der Auftraggeber bin. Also es gab absolut keine Vorannahmen in Bezug auf das Target. Und so sind wir dann eingestiegen in dieses Projekt. Ja. Vielleicht noch mal zur Erinnerung für diejenigen. Ne? Es gab ja, es ging ja schon in den 50ern in den Staaten los, diese Erforschung dieser Themen. Und ursprünglich war es ja eigentlich mal dafür gedacht, um zum Beispiel in die Kernreaktoren bei den Russen reinzuschauen. Und diese damaligen Remote-Viewer, das ist ja auch belegt, konnten die Räume betreten, energetisch gesehen oder visuell, zumindest das vor ihrem Auge sehen, und haben diese Räume beschrieben. Und erst Jahrzehnte später, ne, als quasi fast der Ostblock weg war, konnte man ja dann diese Anlagen betreten. Und der Wahrheitsgehalt dieser detaillierten Aussagen der Remote-Viewer, die natürlich irgendwo in Amerika gesessen haben, waren so erschreckend, dass man eigentlich dann erstmal in Gänze begriffen hat, was da los ist und was da eigentlich möglich ist. Und wir haben ja schon ein paar Sendungen auch detailliert, auch über das Thema, was ist überhaupt Remote Viewing gemacht. Schaut es da einfach mal ein bisschen bei uns auf dem YouTube-Kanal rum. Da gibt es einige Videos, die wir da gemacht haben, auch schon mit Leuten, die Remote Viewing Ausbildungen anbieten. Also wer da mal tiefer einsteigen möchte in dieses Thema, ist hochinteressant, was da möglich ist. Ja, also es ging in der Tat sozusagen, die offizielle Forschung bei der CIA dann in den 70er Jahren los. Da hat man dann mit dem Stanford Research Institute zusammengearbeitet und bestimmten Physikern und auch ein Medium mit einbezogen in die Arbeit. Wie entwickelt man ein Protokoll, was dann, das war die Wunschvorstellung, jeder anwenden kann und jeder dann quasi dieses Remote Viewing Werkzeug zur Verfügung hat, jeder einfache Soldat. Wobei man natürlich schon verstanden hat oder mitbekommen hat, dass je mehr Talent jemand von vornherein mitbringt, desto besser werden die Ergebnisse. Also es ist wie bei jeder anderen Begabung. Fleiß spielt sicher eine Rolle beim Erlernen dieser Techniken, aber das eigene Talent ist dann trotzdem immer auch noch ein entscheidender Faktor. Und dass tatsächlich das, was dort gesehen wird, auch zumindest dann zu einem bestimmten Prozentsatz den Fakten entspricht. Das hat man in der Tat dann immer wieder feststellen können. Ich habe jetzt zum Beispiel, nur mal um so ein typisches Dokument zu zeigen, auch abgedruckt im Buch, gibt es tatsächlich so eine, war ursprünglich wahrscheinlich mal eine PowerPoint-Präsentation. Ich weiß nicht, ob man das so, man sieht's. Project Stargate, so nannte sich ja dieses Projekt, was auch andere Bezeichnungen hatten, Project Centerlane, Project Grill Flame und so weiter. Und da wurden halt Dinge einer Zuhörerschaft aus der Geheimdienst-Community präsentiert, wie zum Beispiel, man sieht es hier, Remote Viewing is a real phenomenon und es kann nicht durch Entfernung geschwächt werden, die Fähigkeit kann verbessert werden und so weiter. Und in dieser Präsentation, da sieht man auch zwei, drei Slides zu operativen Anwendungen. Beispielsweise haben sie einen entführten, ich glaube Sergeant war es, also einen Soldaten gesucht per Remote Viewing und dort ist tatsächlich dann so gegenübergestellt, was haben die Remote Viewer gesehen? Und was konnte später mit herkömmlichen Geheimdienstmethoden, Aufklärungsmethoden dann herausgefunden werden und bestätigte dann im Ergebnis tatsächlich, was die Remote-Viewer vorher wahrgenommen hatten. Also insofern steht das in der Tat außer Frage. Und mit diesem Werkzeug eben wollten wir auch dann arbeiten, um eben nochmal die finale Bestätigung für das ganze Thema Katie Groves, Uncle Sam's Snap Factory zu bekommen. Und der erfahrenste, talentierteste Remote-Viewer hat dann unter blinden Bedingungen, wie gesagt, gestartet. Also er wusste nicht, um was es geht. Und hat dann auch sehr schnell eine Untergrundanlage beschrieben, wo ich erstmal dachte, ist ja super, dass er tatsächlich scheinbar on target ist. Nur was dann merkwürdig wurde, ist, dass er eben nicht sowohl von den Ausmaßen oder dem Aufbau dieser Anlage noch von dem, was dort stattfindet, etwas beschrieben hat, was jetzt zu dem passte, was wir suchten. Also ich hatte erwartet, so eine
typische Untergrundanlage mit mehreren großen Stockwerken, die vielleicht durch einen zentralen Aufzugsschacht verbunden werden und wo Hinweise dann auf MK-Ultra und Snufffilmproduktionen stattfinden. Was er beschrieben hat, gleich zu Beginn, das waren wesentlich engere, sehr verwinkelte Räumlichkeiten, alles eher klein gehalten und wo ganz klar etwas anderes stattfand, nämlich ein genetisches Züchtungsprojekt, wo er auch sehr viele Details wahrgenommen hat, wie das stattfand. Da war zwar durchaus Katie Groves auch offenbar involviert, also sie wurde dafür benutzt. Es schien auch sehr fortschrittlich zu sein. Aber beispielsweise hat er da auch keine Angstemotionen oder ähnliches wahrgenommen, was jetzt zu MK-Ultra oder Snufffilmproduktionen passte, eher so sowohl von seiner Seite als Remote-Viewer als auch von den Fremdemotionen, die er da wahrgenommen hat, war das eher eine nüchterne, wissenschaftliche, auch seitens Katie Groves interessierte Atmosphäre, die er da wahrnahm. Also man war Teil eines großen, komplizierten wissenschaftlichen Experiments. Und was er da gesehen hat, war, dass man bei Katie Groves, aber auch anderen Versuchsobjekten, und das lief alles sehr mechanisch ab, etwas entnommen hat, um damit, so hat er es beschrieben, DNA bzw. tote Materie zu energetisieren bzw. zu beleben. Und alles deutete, wie gesagt, auf genetische Forschung und Züchtung hin. Und das war sozusagen sehr verkürzt. Im Buch ist das dann detailliert nochmal ausgeführt, auch anhand von den Originalprotokollen. Das heißt, da sind Zeichnungen, die der Remote Viewer angefertigt hat, als auch Notizen enthalten. Das war kurz gesagt das Ergebnis der ersten Sitzung. Also Untergrundanlage ja. Aber das Projekt, was dort zu sehen war, eben was anderes. Genau, das sind so typische Zeichnungen. Man kann es natürlich jetzt nicht idealerweise sehen. Genau. Es ist natürlich deutlich besser, wenn man es da hat, aber dass man mal eine Idee bekommt, also diese Zeichnungen sozusagen sind auch im Buch mit abgebildet, dass man sich selber mal eine Idee machen kann, was zumindest dort gesehen worden ist. Vielleicht hier nochmal der Hinweis, ich meine, das ist ja auch kein neues Thema, gerade was die Dumps angeht, also D-U-M-B zu Deutsch sozusagen, oder in Englisch Deep Underground Military Bases, also tief Untergrund militärische Basen. Und das ist ja ähnlich, wie man jahrelang Area 51 geheim gehalten hat und gesagt hat, gibt es nicht, obwohl man natürlich das wusste, dass es das da ist, hat auch da das Militär natürlich irgendwann mal zugegeben oder zugeben müssen aufgrund von journalistischem Druck, ja, dass es solche Anlagen gibt. Also, dass man überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommt, natürlich ist es überhaupt nichts Neues, dass tief im Untergrund militärische Anlagen gebaut werden. Das kennt man auch aus der Forschung, wenn es um biologische Kampfstoffe geht, etc. pp. Macht man in der Regel auch nicht an der Erdoberfläche. Klar, aus Bunkeranlagen ist das natürlich noch am allerersten zu verstehen, dass es sowas gibt. Aber hier reden wir halt aber von wirklich sehr tief liegenden Anlagen. Also nicht irgendwie 2-3 Meter unter dem Erdboden, sondern durchaus 20 und mehr. Ja, also das sind schon nochmal ganz andere Themen und es wird ja immer wieder auch berichtet noch von viel, viel größeren Anlagen, wo, wie gesagt, ganze Fahrstuhlschächte mit mehreren Stockwerken drin sein sollen. Ja, genau. Das hattest du in den anderen Büchern ja auch schon beschrieben, diese Dumps. Da ging es aber eher um das Thema eben der Alien- und Abduktionsforschung, ne? Also Entführungsforschung. Mhm. Ne? Also man kann, also das, sage ich mal, ist ja nun sicherlich am einfachsten nachvollziehbar und glaubhaft, dass es solche Anlagen gibt. Wofür die verwendet werden, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ne? Ja, aber hier zeigt sich eben schon, du redest von genetischen, offenkundig zumindest laut Remote-Viewern, von genetischer Forschung, Wiederbeleben oder Beleben toter Materie. Das klingt alles für mich sehr nach dem Motto, brauchen wir keine Kinder mehr stehlen. Ne? Kann man sie züchten oder was auch immer. Ne? Genau, das ist die große Frage, was dahinter steckt. Es hat wahrscheinlich weniger einen rituellen Hintergrund oder Hintergrund für diese Snufffilmproduktion. Also da sind genug Kinder da. Also der Nachschub ist sozusagen sichergestellt, auch durch, beschreibe ich ja in mehreren Büchern mittlerweile, diese Brüterinnen, Breeders, die aus den Opferkreisen oder aus dem Kult kommen. Das sind Frauen, die nur die Aufgabe haben, immer für neuen Nachschub zu besorgen. Auch Katie Groves beschreibt sehr genau, dass
in ihrer Familie oder auch bei ihr selber dann beispielsweise Eizellen entnommen werden und bei Leihmüttern eingesetzt werden, damit da ja sozusagen auch diese Blutlinie mit bestimmten genetischen Eigenschaften wie Dissoziationsfähigkeit da weitergegeben werden. Und wie du schon richtig sagst, also dass es solche Untergrundanlagen gibt, das ist jetzt nicht sonderlich verwunderlich. Also Cheyenne Mountains oder das sind offizielle große Bunkeranlagen, die natürlich NORAD. Nicht nur in NORAD, genau, die nicht nur in Berge reingehen, sondern dort natürlich auch dann unter die Erde gehen. Aber die große Frage war halt, gibt es auch sowas, wo diese Dinge durchgeführt werden, wobei man an der Stelle auch sagen muss, es gibt sehr, sehr viele Aussagen von MK-Ultra-Überlebenden, die natürlich alle sagen, ihre Programmierung und der Missbrauch und die Folter, die haben auf Militärbasen stattgefunden. Die sprechen jetzt nicht explizit alle davon von unter Tage oder unterirdisch. Auch da ist man erstaunt, dass wirklich offenbar viele Militärbasen in dieses Projekt eingebunden sind. Auch Katie Groves hat schon von unterirdischen Bereichen gesprochen, wo sie dann da so Programmierungssitzungen ausgeliefert war. Katie O'Brien meinte ich, immer habe ich Katie Groves gesagt. Mhm. Also insofern ist da Katie Groves nicht die Erste. Und Ergebnis der ersten Sitzung war, Untergrundanlage ja, aber es passt eben nicht, so dass wir uns dann gefragt haben, wie können wir dieses Ergebnis jetzt einstufen? Und die eine Theorie der Remote Viewer war, vielleicht ist es alles eine Deckerinnerung gewesen mit dem Snuff-Film und mit MK Ultra, um sozusagen dieses Züchtungsprojekt zu verbergen. Was ja einerseits Sinn macht, andererseits mich aber auch nicht überzeugte, weil eben dazu passt es dann nicht, dass bei Katie Groves dieses sehr detaillierte Programmierungswissen da ist und man eben in ihren Videos ja auch sieht, die Wechsel von verschiedenen Anteilen. Also da gibt es diese dissoziative Identitätsstörung, es gibt diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile. Die sind nicht lediglich ihr suggeriert worden oder eine Deckerinnerung. Also das würde nicht passen. Und auch alles andere, was sie über ihren Vater erzählt und so, der selber programmiert worden ist und andere Dinge. Sodass das keine für mich jetzt überzeugende Erklärung dafür war. Deswegen haben wir eine zweite Sitzung durchgeführt, wo interessanterweise dann der zweite Remote Viewer allerdings auch zunächst wieder auf dieses selbe, muss man sagen, genetische Züchtungsprogramm gestoßen ist, weil er es sehr ähnlich beschrieben hat. Er sprach dann auch irgendwie von, man sieht das wie so eine Art Energiezentrum, also es hatte auch was mit Energie zu tun, aber auch mit DNA und Genetik. Er nahm noch so, war sozusagen eine Bevölkerung von entweder der Erde und von Welten, worauf diese Züchtung abzielt, also eher so Schaffung einer neuen Spezies, in so die Richtung ging das. Dazu muss man sagen, es war eben auch keine, es schien nicht wie eine rein menschliche Forschung zu sein, die da stattfand, weil es viel zu fortgeschritten war, die Techniken, die da zur Anwendung kamen. Und auch gesagt wurde, dahinter steckt noch eine andere Instanz, so hat er es beschrieben, die Eingaben macht. Er nahm das sogar wie so eine Art KI wahr oder ein Supercomputer, die zu diesem Projekt dann offenbar Input lieferte. Aber wie gesagt, der zweite Remote Viewer bestätigt es zunächst nochmal. Nur dann kam quasi der Wendepunkt, als der Monitor, der die Sitzung anleitete, diesen zweiten Remote Viewer, Stefan Weber war das, aufforderte, Z zu beschreiben. Und als Z war vorher definiert worden, MK Ultra und Snuff-Film-Produktionen. Aber das wusste natürlich jetzt der Remote Viewer nicht. Und eigentlich sollte er es nur beschreiben, aber er fing dann gleich an zu zeichnen. Und zeichnete das, was du eben auch kurz in die Kamera gehalten hattest. Also da waren ganz klar verschiedene Ebenen, die durch einen zentralen Aufzugsschacht verbunden worden sind. Also das, was man für eine militärische Untergrundbasis auch erwarten würde, weil es einfach eine logische Anordnung ist. Man hat verschiedene Ebenen, die müssen irgendwie zugänglich sein. Und da bietet sich natürlich dann ein durchgängiger Liftschacht an. Und das zeichnet er dann sofort spontan, sodass klar ist,
das, was wir vorher gesehen hatten, das war offenbar nicht alles. Und das hat sich später nochmal bestätigt. Sondern dass wir es mit einer sehr großen Anlage zu tun haben, mit sehr vielen Ebenen, wo diese Forschung offenbar nur einen Teilaspekt darstellte. Und als letzte Bestätigung dieser zweiten Sitzung, dass wir es hier tatsächlich auch mit MK-Ultra zu tun hatten, war dann noch eine Wahrnehmung dieses Remote Viewers, wo er Katie Groves sah, wie sie von der Decke hing, an den Armen aufgehängt, um sie herum mehrere Personen standen und er sich wunderte, und wie gesagt, er wusste ja nicht, dass es um MK-Ultra geht, warum die Personen, die um sie rumstehen, nicht mit ihr sprachen, weil er wahrgenommen hatte, er sieht da jemanden von der Decke hängen und da drum stehen welche, das wäre eine Verhörsituation. Und die Person wird da irgendwie mit Hilfe von Folter versucht, man sie zum Reden zu bringen. Aber das nahm er eben nicht wahr, sondern die standen dort und haben sie beobachtet und dann kamen weitere Eindrücke, die ganz klar zeigten, es ging an der Stelle um Forschung. Man hat versucht herauszufinden, an welcher Stelle das Bewusstsein zusammenbricht und hat dort Aufzeichnungen gemacht und es lief alles nach einem bestimmten Schema ab, sodass das ganz klar ein MK-Ultra-Szenario war, was er da wahrgenommen hat. Sodass, also verkürzt gesagt, er an die zweite Sitzung dann schon mal in die Richtung ging, die wir erwartet hatten und die eben auch noch bestätigt hat, es geht hier, es gibt diese Untergrundanlage und in der findet MK-Ultra statt. Da uns das sozusagen auch noch nicht gereicht hat, haben wir dann noch eine dritte Sitzung durchgeführt und da hatte ich gar nicht großartige Erwartungen, weil sie ist ja die Remote-Führerin, die ist zwar sehr talentiert, aber noch in der Ausbildung. Also die war längst nicht so erfahren, auch wie der erste Remote Viewer. Und da kamen aber nochmal wirklich Bestätigungen, wo ich selber dann, als ich das Video gesehen habe, also jede Remote Viewing Sitzung wurde auf Video aufgenommen, an manchen Stellen da mir der Atem stockte, weil ich also auch fasziniert war, mit welchem Detailgrad Dinge wahrgenommen wurden. Und diese dritte Remote-Führerin hat tatsächlich dann auch eine sehr große unterirdische Anlage mit vielen Ebenen gezeigt, auch wieder mit einem zentralen Aufzugsschacht. Sie wusste natürlich genauso wenig, um was es geht, kannte auch nicht diese zweite Sitzung und hat auch gezeigt, dass der Programmierungs- oder im Ultra-Bereich nur einen kleinen Teil darstellte, dieser großen Anlage. Und hat aber auch Dinge wahrgenommen, sehr interessant im Kontext des gesamten Buches dann auch, wie Okkultismus, ja, was man jetzt nicht erwarten würde bei einer Untergrundanlage, dass das irgendwas mit Okkultismus zu tun hat. Und sehr interessant, sie hat zum Beispiel einen Begriff reinbekommen, nämlich Genozid, wo sie noch den Monitor fragte, was ist jetzt Genozid? Sie konnte mit dem Begriff nichts anfangen. Der hat ihr das dann ein paar Minuten später erklärt. Und das war für mich auch nochmal sehr erstaunlich, wo ich auch für mich nochmal wusste, ganz klar, wobei ich es auch nicht vermutet hatte, das ist sozusagen kein abgekatertes Spiel, da sagt der Monitor dem Remote Viewer vorher, um was es geht, und der denkt sich da irgendwie eine nette Geschichte aus und zeichnet so ein bisschen was dazu, weil Genozid ließ mich dann gleich daran erinnern, dass Katie Groves in einem einzigen Video von rund 200 Videos an einer Stelle erwähnt, dass Uncle Sam's Snuff Factory auch Genocide Factory genannt wird. Ja, offenbar ja in irgendeiner Form ein Genozid auch anstrebt oder ja Vorkehrungen getroffen werden für einen Genozid. Und das konnte diese Remote-Viewerin nicht wissen. Ja, da hätte sich vorher alle 200 Videos da anschauen müssen. Dennoch kam dann dieser Begriff. Und quasi noch erstaunlicher war an einer Stelle, als sie anfing, etwas zu zeichnen, und zwar so wellenförmige Linien, wo ich gleich dachte, okay, das müssen Gehirnwellen sein, diese Wellen. Und das sich dann auch bestätigte, weil sie um diese wellenförmigen Linien dann einen Kasten malte und es ganz klar ein Apparat war, wo so ein Display war, eine Anzeige von wie ein EEG, Gehirnwellenaktivität dort angezeigt wurde. Vor den Kasten hat sie dann jemand hingemalt, der diese Anzeige beobachtete. Von dem Kasten führte ein Kabel oder Draht zu einer
Person, die auf dem Kopf einen Helm trug und diese Anlage war sozusagen mit dem Helm verbunden. Und als ich das gesehen hatte, dachte ich, also das kann nicht sein, weil genau diese Anordnung eines Kastens, der die Gehirnwellen misst, eines Menschen über einen Helm, den diese Person auf dem Kopf trägt, die findet sich in einem Fachbuch von Dr. Alison Miller, eine ganz renommierte und anerkannte Therapeutin, die auf dem Gebiet MK-Ultra, Mind-Control, Kulte dort Fachbücher schreibt und diese Programmierungstechniken eben beschreibt. Und in einem Buch sind auch Beiträge von Überlebenden. Und dort hat eine auch in Therapeutenkreisen anerkannte Überlebende, nämlich Carol Rutz heißt die, also R-U-T-Z. Die hat dort eine Zeichnung beigesteuert, die sie angefertigt hat, wo sie zu sehen ist als Kind, wie sie in einem Stuhl sitzt, so ein Helm auf dem Kopf, von dem Helm führen Kabel zu einer Maschine, die ihre Gehirnwellen misst, wo sie auch daneben geschrieben hat, neben die Zeichnung, die Gehirnwellen werden gemessen und unterschiedliche Innenpersonen sind auf unterschiedlichen Frequenzen programmiert. Und da schließt sich sozusagen nochmal der Kreis, weil Katie Groves in einem der Videos auch gesagt wird, sie hat unterschiedliche Anteile, was klar ist, die nicht nur unterschiedliche Verhalten haben und unterschiedliche Eigenschaften haben, sondern dass diese Anteile auch eine unterschiedliche Gehirnwellenaktivität aufweisen. Dazu muss man wissen, seit vielen Jahren ist bekannt, es gibt diese Alpha, Beta, Delta, Gamma, Theta-Programmierung, also genau, die werden nach bestimmten griechischen Buchstaben bezeichnet. Alpha soll so eine Basisprogrammierung sein. Theta wird immer mit Psychic Killer in Verbindung gebracht. Also da bekommt jemand beigebracht, medialer quasi Auftragsmörder zu sein. Mit auf energetische Weise soll er jemanden Schaden zufügen oder töten. Und ich hatte auch erst dann im Laufe meiner Forschung, ich glaube, ich habe es im ersten Buch noch nicht erwähnt, dann erst im zweiten, von Quellen gehört, nämlich von einer Ex-Chefprogrammiererin Swali, dass damit Gehirnwellenprogrammierung gemeint ist, dass also Alpha, Beta und Delta für diesen Gehirnwellenbereich stehen. Also Delta ist dann, ich weiß es nicht, von 2 bis 4 Hertz und Alpha von 1 bis 2 Hertz, müssen wir nochmal nachschauen, so in etwa. Und die Täter eben versuchen, oder nicht nur versuchen, sie schaffen es auch, Kinder bei der Programmierung dazu zu bringen, dass wenn ein neuer Anteil geschaffen wird, dieser Anteil sich nur in diesem engen Frequenzbereich hält. Eben wieder, wie so oft durch den Einsatz von Folter, wird dann eine entsprechende Konditionierung erreicht. Das Kind lernt unbewusst, seine Gehirnwellenaktivität zu kontrollieren. Ja. Und das hatte Katie Groves eben gesagt, dass sie verschiedene Anteile mit unterschiedlichen Gehirnwellenaktivitäten hat. Und dann fragte der Monitor, wer da zu sehen ist, ob das nur Katie Groves ist. Und dann meinte die Remote-Viewerin, nein, es sind auch andere. Und damit meinte sie andere Anteile von ihr. Was heißt, da werden also verschiedene Anteile programmiert und offenbar diese mehreren Wellen, die da zu sehen ist, soll heißen, jeder Anteil hat quasi seinen eigenen Frequenzbereich, auf dem er erschaffen wird. Ja, und das war nochmal eine sehr schöne Bestätigung dafür, wie genau Remote Viewing arbeiten kann. Und ich kann es ausschließen oder es ist nahezu ausgeschlossen, dass eben die Remote-Viewerin hier genau diese eine Zeichnung kannte und dann irgendwie vorgespielt hat, diese Zeichnung da mehr oder weniger zu repräsentieren. Vor allen Dingen, wenn du drei unterschiedliche Remote-Viewer hast, die keiner kennt das Target oder auch nur hat auch nur eine Idee davon, was er eigentlich viewen soll. Und wenn alle drei unterschiedlichen sich zu unterschiedlichen Zeiten auch noch und so weiter das gleiche Phänomen beschreiben, kann man dann schon eigentlich von einer wissenschaftlich fundierten Aussage sprechen, wenn man weiß, wie Remote Viewing funktioniert. Ich würde ganz gerne noch was zu diesen Theta- und Gamma-Wellen sagen, denn die werden auch, grundsätzlich ist es schon so, dass wir alle diese Wellen letzten Endes haben, aber in unbestimmt oder nicht in gleichen Anteilen. Das heißt, für gewöhnlich ist ein Anteil Alpha, Beta oder Gamma überwiegend. Es gibt, das habe ich vor 8 Jahren ungefähr, 7 oder 8 Jahre,
Es gibt Pulsdiagnostikgeräte, die medizinische Diagnostikgeräte, die am Ende aber auch deine Gehirnwellen sozusagen mit abgreifen können und berechnen können, wo die liegen. Und wir haben uns immer wieder gewundert, denn meine Gehirnwellen lagen mit mehr als 90% immer im Theta-Wellenbereich. Oh. Und das ist eigentlich ungewöhnlich. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, der Gamma-Bereich ist schon eher auch bei vielen Menschen vertreten, aber in der Regel Alpha, Beta, ne, das sind so die, das kennt man ja, Wachzustand, dann dieser Dämmerzustand, ne, wo wir auch programmierbar sind oder uns selber programmieren können und so weiter und so fort. Und es ist tatsächlich so, ich habe mich dann mal ein bisschen schlauer gemacht, ob es da medizinische Themen dazu gibt. Und tatsächlich gibt es sogar Studien, die das auch zeigen, dass vermehrt medial begabte Menschen eben in diesem Bereich immer wieder reinschwingen. Oder eben halt auch Menschen, die sehr starke mentale Fähigkeiten haben. Man kennt das also von diesen Mentalisten sozusagen. Auch die zum Beispiel sind sehr überwiegend, ne, 70-80% Gamma- oder Theta-Wellenbereich sogar zuständig. Vielleicht haben wir ja einen Zuschauer, der das noch viel genauer beschreiben kann. Entweder bei mir melden, machen wir mal eine Sendung drüber, denn dieses Thema ist generell hochspannend, oder vielleicht eine Kurzbeschreibung in die Kommentare rein, dass wir da uns ein bisschen besser informieren. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr spannend, dieser Bereich, weil wir hatten, ich weiß nicht wie viel, wir damals in dem Verein, hunderte von Menschen. Hunderte. Mhm. Mit diesem Pulsdiagnostikgerät sozusagen gemessen, weil das immer die Basis war, bevor wir zum Beispiel energetische Behandlungen gemacht haben oder generell überhaupt in irgendeiner Art und Weise in Coaching oder sonst irgendwas gemacht haben. Damit man am Ende sehen kann, wie sich die Parameter verschieben, weil dieses Diagnostikgerät natürlich aufgrund des Pulses auch noch ganz andere Werte rausbekommt. Also wie ist generell der körperliche Zustand, wie hoch ist das Energieniveau, wie sprechen die Zellen an? All diese Dinge. Aber unter anderem eben auch die Gehirnwellen, die dort angegeben waren. Und keiner, das ist das, was mich auch selber gewundert hat, keiner hatte diese mit über 90% Ausschlägen. Wir haben dann schon andere Therapeuten gefragt, könnt ihr euch das erklären? Und der meinte, ja, ist ganz einfach, ne? Du manipulierst das Gerät. Was will ich damit sagen? Es bedeutet nicht, dass ich jetzt überwiegend vielleicht Theta-Wellen oder Gamma-Wellenbereich damals hatte, heute, ich weiß es auch, habe ich ewig nicht mehr gemacht, ich weiß nicht, wo sie heute sind. Ja, aber das alleine durch den Gedanken daran, du das sozusagen die Materie und das Messgerät so stark beeinflussen kannst, dass diese Messgeräte sozusagen genau diese Werte anzeigen. Vielleicht weiß es, wie gesagt, jemand da draußen besser, denn ich war kein Spezialist dann sozusagen, was das Diagnostikgerät am Ende wirklich macht. Ne, mein Kollege konnte das besser. Aber man weiß eben halt auch aus den eingeweihten Kreisen beziehungsweise aus den Mysterienschulen, dass sich natürlich mit einem zunehmenden Zustand von, sagen wir mal, Bewusstsein diese Ströme massiv sich verändern und man sehr wohl alleine nur an den Gehirnwellen nachweisen kann, ist jemand in einem Dämmerzustand, ja, ist jemand leicht beeinflussbar, ist jemand, wie du schon sagtest, programmierbar. Ich weiß von Forschungen, in den psychologischen Bereich reingeht, sprich, ist jemand zum Beispiel, hat eine Besetzung, die auch klar durch Pulsdiagnostik zum Beispiel, ja, und Hautwiderstände zum Beispiel klar angezeigt werden können, weil eben das, wie du eben gerade sagst, ein ganz schmales Fenster ist, wo diese Wesenheiten sich dann nur aufhalten können. Ne? Also hier korreliert das extrem und kann ich mir gut vorstellen. Und mich hat das, was du gerade beschrieben hast, sehr an das Projekt Montauk erinnert, wo es ja genau darum ging, wie können wir Zeitlinien verändern oder Zukunfts- und Vergangenheitsschau machen. Und auch die haben in so einem speziellen Stuhl gesessen und so einen speziellen Helm aufgehabt, ja, der gewisse Dinge entweder abgeschottet hat oder sogar verstärkt hat. Ja, also auch da kam so eine Art Technologie auch wieder über Frequenzen auf jeden Fall auch zum Tragen. Also, ja. Ne, ich finde, man kann ja nie sowas genau in dem Moment beweisen, weil wir können leider nicht hinfahren und anklopfen und sagen, zeigt uns bitte mal die Untergrundbasen. Aber man kann eben so viele Indizien drumherum zusammensammeln, dass man fast ausschließen kann, ja, ob es stimmt oder nicht. Und man kann eben als Remote-Führer sogar reingehen. Das ist ja das ist der Vorteil, Faszinierende. Genau. Ja. Ja, sehr interessant, was du zu den Theta-Wellen sagst. Es bestätigt sich ja auch schon dadurch, dass diese Theta-Wellen für diese medialen Fähigkeiten so wichtig sind, weil die Theta eben dieses Theta-Programm nannten, bei dem es darum geht,
Und in der Tat, dieser Theta-Bereich wird ja gesagt immer, du hast es auch schon erwähnt, beim Einschlafen in dieser Übergangsphase ganz genau. Kommt man in diese Theta-Wellen rein. Mhm. Und ich habe auch an einer anderen Stelle auch gefunden, dass man offenbar das konditionieren kann. Mhm. Und zwar Thomas Campbell, dieser Physiker und Bewusstseinsforscher, der auch die Theorie vom virtuellen Multiversum aufgestellt hat, der hat mit Robert Monroe, der diese Astralreisen erforscht hat, wo auch die CIA sehr interessiert war. Also das ist hochspannend. Ich zeige da auch einige Dokumente im Buch, dass ja die CIA mit dem Robert Monroe oder seinem Institut da sehr, sehr eng zusammengearbeitet hat. Auch die sogenannte Gateway Experience, wo man genau in diese Bewusstseinszustände lernt, reinzugehen, daran sehr interessiert waren. Und dieser Thomas Campbell beschreibt auch in seinem Buch, dass er da Forschung gemacht hat und auch dann gemessen wurde, welche Wellen kommen raus und kann man das beeinflussen oder trainieren und deutet alles sozusagen in dieselbe Richtung. Ja, ja, auch die ganze Out-of-Body-Experience, also Astralreisen, transzendentale Reisen und solche Sachen auch in gewissen Formen der Meditation und so weiter, gehen wir genau in diese Bereiche rein, wo eben dann das Klarbewusstsein gar nicht mehr wirklich agiert. Es ist zwar noch vorhanden, aber eigentlich wie auf Autopilot. Und du tatsächlich in ganz andere Räume eintauchst letzten Endes mit deinem Bewusstsein. Und die Kommunikation eben nicht nur in 3D funktioniert, sondern dann in allen Ebenen oder Dimensionen, wie auch immer ihr das nennen wollt, liebe Zuschauer, eben transzendental eben funktioniert hier. Nicht realisch, aber das Bewusstsein ist ja letztendlich ein non-lokales Phänomen. Das wissen wir ja nun mittlerweile auch schon. Auch die Quantenphysik hat es schon lange bestätigt. Ne? Und wir haben also die Verortung letzten Endes in all diesen Räumen oder Anteile in diesen Räumen. Und man kann sich dann ganz bewusst eben mit gewissen Anteilen dort auch verknüpfen und bekommt dementsprechend dann Informationen, je nachdem, wo du dich eben halt aufhältst. Ja? Das ist genau der Punkt. Und auch das wird immer wieder mit diesen Zuständen in Verbindung gebracht. Entscheidend ist ja eigentlich, auch aus den psychedelischen Forschungen weiß man das auch, also man kann diese Dinge sogar induzieren, eben durch pflanzlichen Einsatz, Drogen etc. pp. Ist das auch möglich. Aber entscheidend natürlich bleibt, kannst du das in einem Klarbewusstsein erzeugen? Ja. Oder sagen wir mal, ohne Drogen oder tranceähnliche Zustände durch rhythmisches Tanzen oder irgendwas, sondern bist du in der Lage, als Mensch das für dich selber irgendwo zu erzeugen, weil dann hast du auch das Vertrauen, natürlich die Infos, die da kommen. Ne? Ja. Du kannst bei psychedelischen Drogen, da bist du mit so vielen auch Wesenheiten verbunden, um es mal jetzt vielleicht mal einfach auszudrücken, dass der Wahrheitsgehalt eher dünn ist. Ne? Du kriegst zwar eine Idee, also das beschreiben ja auch die Leute, die Ayahuasca genommen haben, habe ich selber noch nicht, aber beschreiben diese Zustände, diese Zwischenwelten. Aber das ist eben halt ein sehr verwaschenes Bild. Das ist so keine messerscharfe Aussage. Ne? Ja, und kann natürlich auch gefährlich werden, weil du dich öffnest für bestimmte Bereiche. Ja, du bist natürlich dann auch verbunden mit gewissen Kräften, sage ich es jetzt mal, ohne tiefer greifen zu gehen. Es ist schon gut, das entweder mit einem Ausbilder zusammen zu machen oder wenn man das schon ein paar Jahrzehnte selber macht, ist das vielleicht auch okay. Ich würde es immer, wer sich dafür interessiert, mit jemandem machen, der es wirklich kann und der einen begleitet dabei und im Zweifelsfall auch, wenn er das Gespür hat, da passiert irgendwas, was nicht sein soll, der dich aus diesem Zustand auch wieder rausholt und wieder abholt. Ja. Du machst ja auch bei Ayahuasca diese Traumreisen, machst du nicht alleine, sondern mit einem sehr erfahrenen Schamanen für gewöhnlich, der als Begleiter mit dabei ist und ähnlich eine Wahrnehmung hat von dem, was du wahrnimmst. Und wenn da etwas kommt, was da nicht hin soll, ja, auch bei den ganzen LSD-Erfahrungen, die man früher in der Forschung gemacht hat, genau das Gleiche. Man hat die Leute nicht sich selbst überlassen, sondern immer unter kontrollierten Bedingungen das gemacht. Und das kann durchaus interessant sein. Gibt es ja auch sehr interessante Forschung zum Thema Traumata-Auflösung über LSD und so weiter. Das der Grove drauf. Ich weiß, ich komme leider nicht mehr auf den Vornamen. Ja. Der mit dem Holotrop. Das Holotrop-Atmen gemacht hat, genau. Vladislav Grof? Ja, irgend sowas in diese Richtung. Namen, genau. Ich habe ihn mal persönlich kennengelernt. Okay. Ein wahnsinnig interessanter Mann, der auch noch im hohen Alter einen unfassbar klaren Sachverstand hatte. Trotz dieser Erfahrung. Ja, das wird uns ja immer erzählt, diese
mach das nicht, da wirst du Matsche in der Birne. Ja, klar, wenn du das übertreibst, auf jeden Fall auch. Aber man kann sehr viel machen und das hat man ja sehr, sehr, sehr gut erforscht. Ja, dass eben halt durch diese Arten von Traumweltenbereisung oder Trancezuständen wir eben anders uns verbinden können mit unseren Urängsten oder unterbewussten Traumatas, die dadurch und dadurch, dass sie erkannt werden, natürlich auch geheilt werden können. Ja, ja, also dass das so nicht völlig unkritisch ist, da gibt es auch ein schönes Beispiel, erwähne ich in Teil 2 der dunklen neuen Weltordnung, nämlich den Anthropologen Dr. Harner heißt der, ich komme jetzt nicht auf den Vornamen, ich glaube Michael Harner, und der hat 1984 ein Buch veröffentlicht, wo er beschreibt seine Arbeit mit, ich meine, Indios in Peru und wo er dann sagte, er will noch mehr erfahren. Und der Schamane ihm dann sagte, ja gut, wenn du mehr erfahren willst, dann mach so eine Ayahuasca-Sitzung. Und die lief dann ziemlich aus dem Ruder. Er hatte dann eine Begegnung mit so reptiloiden Wesen, die ihm sagten, wir sind hier zur Erde gekommen und haben sozusagen ein Vehikel geschaffen, das wir bewohnen können, um hier mehr Kontrolle ausüben zu können und ähnliches. Sah dann so Drachenwesen und Dinge und hatte dann auch Angst, gar nicht mehr rauszubekommen. Das wurde wohl relativ dramatisch. Er konnte dann gerade noch ein Zeichen geben an den Schamanen, der dabei war, dass die ihn da rausholten und hat ihn dann auch mehrere Tage beschäftigt. Oder länger beschäftigt. Und das war halt auch interessant, deswegen hatte ich es in dem Buch aufgeführt, weil er diese Reptiloiden-Geschichte mit demselben Konzept beschrieben hat, wie später dann David Icke, aber erst knapp 15 Jahre später auf dem Schirm hatte, hat hier ein Anthropologe 1984 schon diese Story zum Besten gegeben, wo er diese Begegnung nach eigenen Aussagen halt im Rahmen dieses Ayahuasca-Trips hatte. Und was noch wichtig ist an der Stelle zu erwähnen, für so vielleicht manchen Zuschauer, der jetzt denkt, okay, der Patrick und Marcel, die schwurbeln hier ja esoterisch ganz schön was zusammen mit Dimensionen und Astralreisen und Kommunikation, ist aber, dass wir gar nicht so verschwurbelt sind, ja, weil und auch das drucke ich ab in dem Buch, es ja ein Dokument gibt, ein militärisches Dokument von einem Lieutenant Colonel McDonnell, wie heißt der nochmal, ein Vornamen, ich komme jetzt nicht drauf, von 1984, was ich abgedruckt habe, der auch dieses Thema Gateway Experience beim Monroe Institute dort anspricht und dann aber in einem 27-seitigen Memo. Also er scheint ein Physiker zu sein und er beschreibt auch, dass er da ganz tief auch in die Quantenmechanik nochmal angestiegen ist. Genau das beschreibt, was wir hier gerade angesprochen haben. Und das zeigt, wie interessiert das Militär daran war. Nämlich, dass er sagt, es ist auszugehen von einem multidimensionalen Universum, bei dem es quasi eine Urbewusstseinsenergie gab. Und wir als Bewusstsein, als Seele können uns in einem bestimmten Zustand damit verbinden und auch in diese anderen Dimensionen vordringen. Und er sagt, letztendlich muss sich sozusagen unsere Schwingung so beschleunigen, dass wenn sie über ein EEG-Gerät angezeigt wäre, eine gerade Linie darstellt. Also auch da spricht er davon. Du musst deine eigene Gehirnwellenaktivität so verändern, um in einen bestimmten Bewusstseinszustand zu kommen. Und dann sind diese interdimensionalen Erfahrungen möglich. Und das wird, wie gesagt, alles in diesem Militärdokument im Detail geschildert und zeigt auch nochmal, und das war mir auch ganz wichtig, dass die vielen Geschichten von MK-Ultra-Überlebenden, denen gesagt wird, auch Cathy O'Brien, du musst lernen, über den Regenbogen zu reisen. Hatte ich von Anfang an auch so interpretiert, geht es darum, sozusagen over the rainbow in andere Dimensionen hineinzugehen. Und auch die Ex-Chefprogrammiererin der Illuminati, Swali, mit der ich Kontakt hatte, hatte mir das dann auch nochmal bestätigt, dass sie lernen musste, andere Dimensionen aufzusuchen,
um dort auch Kontakte aufzunehmen zu anderen Wesen, um von denen Informationen zu erhalten, die ihnen normalerweise nicht zugänglich waren. Und als Gegenleistung hätten diese Wesen dann Dinge gefordert, wie zum Beispiel ein Mensch muss gefoltert werden, um diesen quasi einen energetischen Ausgleich zu bekommen. Aber da sind wir natürlich jetzt schon in sehr, sehr extremen Themen drin. Aber wie gesagt, also ich sag mal, wenn das US-Militär das erforscht, dann werden wir wohl auch darüber sprechen dürfen. Ja, also, schau mal, es gibt ja auch gerade im Englischen, kennen wir im Deutschen auch diesen Ausdruck, ne? Go over the Rainbow Bridge. Was ja gar nichts anderes bedeutet. Das macht man oft in dem Zusammenhang, wenn Tiere sterben, ja. Den Kindern, vermute ich jetzt mal, daher ist vielleicht gekommen, um den Kindern irgendwie das irgendwie sanft beizubringen oder sowas. Und das ist über die Regenbogenbrücke gegangen. Ja. Was auch nichts anderes bedeutet, symbolisch gesehen, du veränderst deinen Bewusstseinszustand. Ja, es ist eben halt keine, bisher nicht mehr im Körper, sondern eben außerhalb des Körpers. Ja. Und wir dürfen ja nie vergessen, wenn solche Dokumente 1984 freigegeben werden oder freigegeben also wahrscheinlich sind, später. Das, oder vielleicht 84 wurde es erstellt. Ja, erstellt. Aber dann ist aber die Forschung oder die Grundlagen, die man dafür erschaffen hat, ja locker 30 Jahre her. Das wissen wir ja alle. Ne? Bevor wir das erfahren, ist es ein halbes Jahrhundert rum. Und man muss ja hier nur die Frage stellen, wenn das Militär natürlich Forschungen beauftragt und weiß, okay, wie kann ich einen Soldaten mutlos, oder andersrum, ne, dass er Mut hat, keine Ängste mehr hat, ja, und so weiter und so fort. Natürlich fangen die an mit aller möglichen Substanzen und so weiter. Dann zu dem damaligen Zeitpunkt ging die Petrochemie los. Man hat also eben halt dann schon mit den ersten anderen Molekülen gearbeitet, wusste also ungefähr grob, was passiert denn mit dem menschlichen Verstand, wenn du den eben dementsprechend induzierst mit Drogen. Und man kann davon und muss davon ausgehen, dass es natürlich dort auch sehr tiefgreifende Forschungen gibt, die dann schon, wie du schon sagtest, eher wahrscheinlich nicht mehr Forschungen sind, sondern eher Richtung Folter gehen. Weil du natürlich, der Mensch ist so, wenn der in so einen Bereich betreten hat, er will das Maximum rausfinden, was geht. Ja, ja. Unabhängig davon, ob du, ne, das kennen wir ja von Mengele und so weiter, ne? Moralische, ethische Grundsätze gibt es da nicht. Du gehst an die maximale Grenze, was der Mensch, der das macht oder der da jetzt das Opfer ist, ne, was der aushalten kann, bis eben auch bis zum physischen Ableben, weil man wissen will, was passiert und dies wird gemacht. Wo sollen die ganzen Milliarden sonst auch verschwinden letzten Endes? Und ich erinnere auch nochmal, wie viele hunderttausende Kinder jedes Jahr verschwinden, wo kein Mensch weiß, wo die hin sind, wo man keine Überreste mehr findet oder. Ja. Ja, also hier nochmal dafür zu sensibilisieren letzten Endes. Wir haben gar nichts davon, wenn wir da rumschwurbeln und sonst irgendwas. Jeder, der offenen Augen ist und vor allen Dingen offenen Herzens ist, der wird ja relativ schnell mitbekommen. Uns geht es ja nicht um Beweichräucherung, sondern diese Themen müssen ans Tageslicht. Wir können eben nicht in diesen Bunker rein und so weiter und so fort. Was wir aber tun können, wir können diese Themen, so gut es geht, öffentlich diskutieren. Und ganz offensichtlich haben sich ja auch ein Stück weit die YouTube-Algorithmen wieder verändert. Ja, sonst, ich habe auch ein paar E-Mails bekommen zu diesem Thema. Mensch, dass das immer noch online ist. Ja, wundert mich bis zu einem gewissen Grad auch. Wir haben es jetzt natürlich nicht zu tief auch jetzt hier öffentlich besprochen. Wir haben ein paar Anreize gegeben und ne, bitte, da steht's drin und in den anderen Büchern, die du geschrieben hast. Und es gibt noch jede Menge andere Literatur, wo man mal reinschauen kann, wer sich dafür eben halt tiefgreifender interessiert. Und jetzt vielleicht gar nicht so um die Verbrechen, die geschehen sind, weil da weiß man, dass sie vermutlich sind, sondern einfach sich mal darüber Gedanken gemacht, weil jede Technologie, die hier verwendet wird, kann schlussendlich auch für etwas Gutes eingesetzt werden. Das dürfen wir bei aller Liebe nicht vergessen. Naja. Natürlich ist das hier in einem absoluten Hardcore-Bereich und da wird es viele Menschen schaudern, wenn sie darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Klar, wir beide sitzen hier bei 20 Grad und unterhalten uns darüber, aber was diese Menschen, die das machen und die Menschen, die das erleben, was eigentlich in dem Menschenleben los ist, das können wir ja nicht mal im Ansatzweise erahnen oder was mit vier, fünf, sechs Jahre altem Kind. Das können absolut. Wir nicht. Da haben wir gar keinen Bezug. Du kannst es dir nicht vorstellen, man kann es nicht glauben. Man kann es aber erstmal so hinnehmen, okay, dass es offenkundig nach allen Indizienlagen eben diese Dinge gibt. Naja, also Arizona Wilder ist ein anderes Beispiel, die auch sagt, sie sollte im außerkörperlichen Zustand bestimmte Aufgaben erledigen.
Und der außerkörperliche Zustand wurde eben nicht einfach ja nett herbeigeredet, sondern da wurde sie in Nahtoderfahrung gebracht, mhm. beispielsweise durch ja Ertränkungssituationen, mhm. wo sie unter Wasser gehalten wurde, bis sie eben bewusstlos wurde, um genau diese Zustände zu produzieren. Und genauso dieses über den Regenbogen gehen beschreibt auch Kate O'Brien ja sehr genau, dass da immer wieder natürlich Elektroschocks zum Einsatz kommen, plus gleichzeitig LSD-Gabe, weil die Täter natürlich wissen, unter diesen extremen Bedingungen, also Schmerz, der nicht mehr aushaltbar ist, da beginnt ein Kind zu dissoziieren, da beginnt das Bewusstsein ja nach einem Ausweg zu suchen. Und das sind dann häufig außerkörperliche Zustände. Also ja. beispielsweise, und das ist sehr verbreitet, zum Beispiel Chantal Frey, die Schweizer Überlebende, über die wir auch schon gesprochen haben, die beschreibt in ihrem Buch Ich rede auch, wie sie bei Missbrauchserfahrung auf einmal sich in einem außerkörperlichen Zustand wiederfand. Mhm. Also da war es ein Zustand, der sozusagen von ihr selber als Schutzmechanismus mhm. so eingeleitet wurde. Aber die Täter wissen natürlich, dass man genau die Zustände dann halt auch gezielt herbeiführen kann, indem man die Rahmenbedingungen dann entsprechend anpasst. Und ja, das ist wichtig bekannt zu machen. Und wie du schon sagst, man kann natürlich diese Forschung genauso für Gutes einsetzen. Auch Remote Viewing kann man, die Möglichkeiten natürlich, könnte man sich vieles ausdenken, wie es Sinn machen würde, das sinnvoll zum Wohle der Menschheit einzusetzen. Und ich wundere mich immer wieder, dass ja nun mal die Remote Viewing Dokumente seit rund 20 Jahren bekannt sind und dennoch keine groß angelegte Mainstream-Forschung in dem Bereich stattfindet. Ja, ich meine, es gibt, wie die Remote Viewer, mit denen ich hier gearbeitet habe, weltweit Menschen, Gruppen, Institute, die damit arbeiten. Und trotzdem führt es nach wie vor so ein Nischendasein. Wenn auch sicher einzelne Unternehmen, auch das weiß ich, beispielsweise Remote Viewer beauftragen für viel Geld, weil sie eben wissen, sie können sich da einen gewissen Vorteil auf die Weise verschaffen. Ja, und vor allem, du müsstest ja im Mainstream das Narrativ verändern. Wenn du sagst, okay, Moment mal, das ist das Problem. Eine Ebene, die wir erreichen können, die zeitlos ist, wo Zeit keine Rolle spielt, wo wir zukünftige Ereignisse zum Teil vorwegnehmen können, vergangene Ereignisse nochmal erleben können und jetzt Ereignisse uns betrachten können, aufmalen können und zeigen können, das ist jetzt, ne? Oder sowas. Das wirft ja alles über Bord letzten Endes, ja. Das, wir sind nur Fleischklopse, zufällig entstanden, ne, durch Permutation oder was auch immer. Und. Irgendeiner hat das mal erzählt oder sowas, ne? Diese Zufallstheorie ist ungefähr genauso Unsinn, wie wenn du sagst, naja, du musst eigentlich nur lange genug warten, dann baut sich sowas wie ein Flugzeugträger ja vollkommen von alleine. Mit all den Milliarden kleinen Schrauben und die ganze Konstruktion. Ist nur eine Frage der Zeit. Dann passiert das automatisch durch Zufall, weil das ist ja die Annahme letzten Endes dieser Theorie, dass alles geschieht sowieso. Es bedarf halt nur jede Menge Zeit. Also egal, wie viele Milliarden Jahre du wartest, ja, so baut sich so ein Flugzeugträger eben automatisch zusammen. Es kann nicht anders funktionieren. Und genauso absurd ist genau diese Annahme. Natürlich ist das nicht so. Und natürlich widerspricht es jeglicher transhumanistischer Agenda, die man ja durchsetzen möchte, dass man sagt, nee, warte mal, ne, wir sind alle kontrollierbar, wir sind alle wie Maschinen letzten Endes. Du brauchst eigentlich nur einen Mechaniker, der drückst auf den Knopf, dann passiert das und das und das. Mhm. Und da das alles sowieso schon biologisch überholt ist, machen wir das am besten wirklich mit Maschinen. Das heißt, wir schließen die Leute an, kriegst einen USB-Anschluss hier hin, einen Chip in die Birne, was auch immer. Und beginnen wird es wie immer auch im humanistischen Sinne, dass man sagt, wir sind in der Lage, künstliche Hüften und Gelenke gibt's ja schon. Jetzt ist ja nur die Frage, wann funktionieren die so, dass du eben nicht mehr im Rollstuhl sitzt, sondern deine Beine normal bewegen kannst, nur eben halt mit Metall oder Metallskelett oder was auch immer. Mhm. Das sind ja die feuchten Träume. Und ich, wie gesagt, wir wissen ja gar nicht, was am Ende jetzt schon wirklich Realität ist in diesen Forschungsanlagen. Absolut, ja. Also Das ist nahezu jedem Wissenschaftler kann man fragen, wenn die Technologien offenkundig wird und bereitgestellt wird für den Teil der Menschheit eben, dann kann man davon ausgehen, dass sie 50 Jahre locker schon eigentlich existiert, wenn nicht sogar teilweise noch länger. Ja, da gibt es genug Hinweise, also beispielsweise eine MK-Ultra-Überlebende,
hatte vor dem Advisory Committee, das war so ein Ausschuss for Human Radiation Experiments 1992, der untersucht hat, Fälle von Menschenversuchen mit Radioaktivität, aber wo dann zufällig MK-Ultra-Aussagen auch ins Protokoll geflossen sind. Und dort hatte sie schon beschrieben, dass ihr radioaktive Substanzen gespritzt wurden, um eben ihre, die dann ins Gehirn wandern, um eben ihre Gehirnwellenaktivität darüber zu beobachten. Und die Wissenschaftler dann noch so Scherze gemacht hatten, wie irgendwie, ja, ihr Kopf leuchtet wie ein Weihnachtsbaum und so. Und das waren Techniken, aber ich glaube, das nennt sich PEP. Ich komme jetzt nicht mal auf die Bezeichnung, Positronen, Emissions, irgendwas. Ja. Das sind Techniken, die offiziell erst sehr viel später dann in der Medizin und Forschung eingesetzt wurden. Aber im Rahmen oder im Kontext dieser MK-Ultra-Forschungen schon sehr viel früher eben an Kindern, die dann auch entsprechende Strahlungsschäden sicher davon getragen haben, dort ohne Rücksicht auf Verluste dann angewendet wurden. Mhm. Ja, eins will ich noch mal kurz sagen, weil ich es im Buch nicht abdrucken konnte. Und zwar hatte ich vorhin beschrieben, dass die dritte Remote-Viewerin dann gezeichnet hat, dieser Vorrichtung. Ich hatte da leider nicht die Rechte, um die sozusagen die Zeichnung der Überlebenden, dieser Carol Rutz, abzudrucken. Da muss ich gerade mal mein Buch aus dem Schrank holen. Einen Moment. Dann das gerade noch mal in die Kamera halten. Weil man da sehr schön sieht, eben wie verblüffend ähnlich die Zeichnung ist dieser Überlebenden und dann das, was die Remote-Viewerin da geschrieben hat. Ich zeige jetzt erstmal hier aus dem Buch, ich hoffe, ich finde es schnell, die Zeichnung von Carol Rutz. Übrigens, solange du suchst, hier nochmal der Aufruf, kurzer Werbeblock, ja, bitte kauf dieses Buch. Übrigens fand ich super, unter dem letzten Video war ein Kommentar drunter, weil ich ja gesagt habe, der Autor bekommt einen Bruchteil dessen, was das Buch letzten Endes kostet oder sowas. Deswegen brauchst du ja eben halt Auflage und Umsatz letzten Endes, damit sich das überhaupt rechnet. Und ja, das ist so. Du wirst heutzutage, wenn du nicht gerade ein Kinderbuch-Bestseller schreibst, Spiegel-Bestseller für monatelang Nummer 1, wo du dann vielleicht wirklich mal Geld verdienst damit, du wirst mit sowas nicht reich heutzutage. Also jeder, der den Marcel wirklich unterstützen möchte bei seiner Arbeit, schaut einfach mal, wo er die Bücher herbekommt. Am besten vielleicht, wo er sie auch für sich selber noch verlegt oder verkauft. Da kannst du uns vielleicht eine der Sendungen noch einen Tipp geben. Ja, dass diese Arbeit gewürdigt wird, die hier drin steckt. Ja, so. Vielen Dank. Also es gibt leider das Buch tatsächlich im Moment auch nur bei Amazon. Mhm. Ich weiß, viele sind auch kritisch bei Amazon zu Recht. Der große Vorteil ist halt, und deswegen nutze ich quasi, wenn man so will, das System gegen sich selbst, dass ich die Bücher auch alle versuche, ins Englische zu übersetzen. Also das erste Buch gibt es schon auf Englisch. Da bin ich jetzt gerade bei dem Buch dran an der Übersetzung. Und man halt über Amazon sehr, sehr leicht weltweit dann dieses englische Buch vertreiben kann und Menschen darauf zugreifen können. Und das sehe ich also aus allen Ländern, wenn auch sehr wenige, aber wird immer mal wieder ein Buch gekauft. Was halt sehr schön ist, dass man dann auch in Austausch kommt, auch mit Betroffenen oder auch Forschern aus anderen Ländern. So, und jetzt habe ich hier da, ich muss es nur richtig halten, mal diese Zeichnung rausgesucht. Mhm. Kann man es erkennen? Ja, dieser Apparat ist der. Ja, genau, da ist so ein Apparat, da sitzt ein Mensch, ein großer Helm, dann so ein Apparat und viele Kabel, die dann zu dem Apparat führen. Und an der Seite sind dann noch so Bezeichnungen, was da zu sehen ist. Und jetzt halte ich zum Vergleich nochmal in die Kamera, was jetzt die Remote-Führung gezeichnet hat, die jetzt natürlich keine Profi-Zeichnerin ist und sie macht das ja auch nur nebenbei, während sie das Protokoll abarbeitet, aber man sieht halt, die Grundelemente sind Moment, identisch, das ist jetzt genau hier. Auf der rechten Seite. Man sieht hier an der einen Seite diese vielen Wellen, dann so Knöpfe dran, also es ist klar, ein Display oder ein Apparat, davor sitzt so ein kleines Männchen. Und dann sieht man auf der anderen Seite so ein Strichmännchen mit einem Helm auf dem Kopf. Und da führt dann eben eine Verbindung dann zu dieser Apparatur. Dieser viereckige Kasten, den man da im oberen Bereich des Kopfes sieht, der gehört nicht sozusagen zur Apparatur. Das hat sie später so eingezeichnet.
Und damit wollte sie anzeigen, und das sieht man daneben den Begriff, man kann es nur schwer lesen, hat sie das Göttliche dran geschrieben. Also damit wollte sie zeigen, in diesem Bereich des Kopfes, dort befindet sich das Göttliche, was da offenbar gemessen wird oder auch beeinflusst wird im Rahmen der Programmierung. Und damit meinte sie natürlich erkennbar das Bewusstsein des Menschen, ja. Und das ist einfach halt faszinierend, dass ein Remote Viewer dann sowas in der Lage ist zu reproduzieren. Ja, ja, wie gesagt, es ist, wer sich damit ein bisschen auskennt, und ich halte Remote Viewing für eine wissenschaftlich fundierte Geschichte. Wenn man sich die Protokolle anguckt, wenn man sieht, wie das gemacht wird, es ist reproduzierbar. Das ist ja das, was die Wissenschaft immer gerne hochhält. Mhm. Ja. Es ist echt, wenn es reproduzierbar ist unter unterschiedlichsten Bedingungen. Und genau das ist ja der Fall. Insofern, ja, ja. Insofern ist es eben keine Traumtänzerei, Glaskugel lesen oder wir fühlen irgendwo rein, sondern ein ganz klar eigentlich abgegrenztes System, in sich konsistent und in sich geschlossenes System, mit dem ich eben gewisse Dinge machen kann, wenn ich weiß, wie. Es gibt auch sehr gute Bücher darüber, die gar nicht so teuer sind, wo man es für sich mal im Selbststudium lernen kann, wie das funktioniert. Oder mal Erfahrungen machen kann mit diesem Bereich. Ne? Da kann man simple Dinge, Schlüssel vorlegt. Ja, weiß nicht wohin. Ne? Und dann geht man mal in diese Zustände rein, versucht es zumindest mal. Und das ist möglich. Und wie gesagt, ich finde das auch ein hochspannendes Thema, weil es natürlich uns sehr viele Möglichkeiten eröffnet, hinter die Fassade zu gucken. Ja, ja, ja. Und würde es zu nichts führen, hätte natürlich die CIA es auch nicht so lange erforscht. Mhm. Wenn auch das offizielle Narrativ ist, es wurde dann eingestellt, weil es zu gar nichts geführt hat. Aber dafür hätte man nicht, also man muss überlegen, das ging 73, glaube ich, los oder 74 so etwa. Eingestellt wurde es 94. Also hat man wirklich 20 Jahre gebraucht, um zu erkennen, es führt zu nichts. Also es ist ein unsinniges Argument. Mhm. Und ich zeige halt auch in dem Buch, das Projekt hat jährlich der stellvertretende Verteidigungsminister freigegeben. Also das war nicht irgend so ein esoterisches Nischendasein, das Stargate geführt hat, sondern das wurde schon auf höchster Ebene koordiniert und wie gesagt auch freigegeben. Und zur Überprüfbarkeit, es macht natürlich Sinn, und deswegen haben wir es auch so gemacht, und so hat die CIA natürlich auch häufig gemacht, mehrere Remote Viewer gleichzeitig, unabhängig voneinander, am besten noch über diese Coordinate Remote Viewing Methode ranzusetzen. Mhm. Und dann ist klar, ja, ich sag mal, wenn einer was beschreibt, könnte es immer noch sein, dass er einfach völlig falsch liegt. Auch das kommt vor. Aber wenn jetzt 3 oder 4 unabhängig voneinander dasselbe beschreiben, haben wir eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit bis hin zur Sicherheit, dass das so zutrifft. Ja, ja. Eben nochmal, weil das Protokoll sehr, und gerade bei dem, was du beschreibst, ne, das ist ja noch mal enger gefasst, noch ein strengeres Protokoll, nachdem das abläuft. Ist eben kein Channeling oder wie gesagt Glaskugel gucken oder wir raten, schätzen, tippen, sondern wie gesagt, das hat schon durchaus sehr wissenschaftliche Züge. Und wie gesagt, natürlich CIA und alle anderen Geheimdienste mit Sicherheit auch. Es ist ja nicht nur, die Forschung hat ja nicht nur die CIA gemacht, sondern du kannst ja davon ausgehen, dann natürlich Mossad, KGB und wie sie alle heißen, haben das natürlich auch gemacht. Ja, das ist doch logisch. Also da sind Milliarden reingeflossen mit Sicherheit in diesen Jahrzehnten. Und das macht man natürlich nicht, um rauszufinden, ach, das bringt alles nichts. Und wenn solche hochrangigen Leute aus dem Militär sagen, also dieses Forschungsprojekt haben wir eingestellt, ja, dann würde ich immer davon ausgehen, okay, sie haben es, offiziell ist es beendet, und damit es eben halt in die Underground-Geschichte eben genau geht, ein Black-finanziertes Projekt wird, ne, damit es eben nicht mehr offiziell irgendwo auftaucht und dann noch irgendein Kongressabgeordneter kommen kann und vielleicht auch dumme Fragen stellt, wo die Milliarden hin sind, sondern das ist dann einfach, ne, Black Project, Feierabend. Ja, absolut, weil man muss sagen, genau, kurz bevor es da eingestellt wurde in den Jahren zuvor, ist halt sehr viel durchgesickert. Mhm. Da haben einzelne Remote-Viewer drüber berichtet, was sie da so treiben, weil es offenbar nicht mit extremer Geheimhaltung von Anfang an geführt wurde. Man hat es vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Was da rauskommen könnte. Die Physiker Russell Targ und Helen Puthoff, die dabei waren, Harold Puthoff, die dabei waren, die haben darüber berichtet, Bücher geschrieben, Fachaufsätze, also da ist viel durchgesickert.
Und deswegen muss man es einfach offiziell beenden, um dann nochmal neu aufzusetzen. Und vielleicht eine putzige Anekdote an der Stelle. Als ich auf das Thema gestoßen bin, vor einigen Jahren, wo ich noch jung und naiv war, habe ich tatsächlich mal beim BND angerufen und ihnen gesagt, hier, ich bin da auf sowas gestoßen, das nennt sich Remote Viewing, die CIA macht das. Kennt ihr das denn auch? Macht ihr das auch? Und was man nicht erwarten würde, die haben dann tatsächlich ein, zwei Mal mit mir kommuniziert. Also erst hieß es, wissen nichts darüber, und dann meldete sich ein Mitarbeiter zurück und sagte, ja, sie hätten sich jetzt mal bei anderen Geheimdiensten erkundigt, ob die sowas schon mal gehört hätten. Und ja, man hätte da schon mal was gehört, und die Psychologen bei sich, die meinten, ja, da gab es mal sowas, aber mehr wüssten sie halt auch nicht zu dem Thema. Mhm. Kann man sich jetzt überlegen, ob man wirklich dann als ein deutscher Geheimdienst solche Dinge nicht weiter verfolgt, wenn sie in anderen Ländern so erfolgreich angewendet werden. Aber ja, das war ganz nett. Also sagten sie, sind da erstmal zu ihren anderen Geheimdienstkollegen anderer Länder und haben gefragt, ob die denn sowas schon mal gehört hätten. Es ist viel wahrscheinlicher, dass sie sich die Erlaubnis geholt haben. Können wir darüber überhaupt reden? Ja, kann ich jetzt, gibt es da eine Freigabe für oder sowas? Was sagt denn der große Bruder oder sowas? Gibt es da schon Berichte? Ach so, die haben da auch schon mal drüber berichtet. Ja, okay, dann kann man die Info vielleicht mal rausgeben. Ja, ja. Das klingt eher danach, sich mal eine Erlaubnis abzuholen. Ja, ja. Wobei man, das möchte ich auch klipp und klar sagen, das ist, meine ich auch gar nicht wohlwollend, aber sowas, aber man sollte auch den deutschen Geheimdienst nicht unterschätzen. Das wird er ja oft, der wird ja oft sehr lächerlich dargestellt und so weiter, und als völlig unterfinanziert und so weiter und so fort. Ich würde mal gehen, mal davon aus, kein Geheimdienst dieser Welt, egal wie er sich nennt oder welche drei Buchstaben er hat, keiner von denen ist zu unterschätzen in diesem Sinne. Also, ja, ja. Ne? Und dass gerade im Ostblock natürlich diese Forschung schon sehr, sehr alt ist, ja, ist auch mittlerweile bekannt. Ja. Und da man nicht weiß, wer zuschaut, ne, in diesem Sinne haben wir das auch noch klargestellt. Ich bin ganz froh, dass wir in dieser Reihe doch irgendwie jetzt noch einen lockeren Abschluss gefunden haben und das Ganze vielleicht doch trotz der Härte des Themas ein bisschen doch irgendwie auch mit einem Lächeln irgendwie auch beenden können. Denn na klar, es hat einfach auch einen negativen Beigeschmack, wenn wir uns wirklich darüber im Klaren sind, was da passiert. Und auch wenn wir das jetzt so ein bisschen locker sehen, soll das nicht darüber bedeuten, dass eben uns die Gänze und die Brutalität irgendwo auch klar ist. Wir wollen natürlich keine Angst machen, aber diese Dinge gehören eben nun mal einfach an die Öffentlichkeit. Und ich möchte hier nochmal, und das war auch in den letzten Videos wieder als Kommentar drunter, wie mutig die Menschen das finden, dass du dich damit beschäftigst, dass du darüber Bücher schreibst und so weiter und so fort. Und das möchte ich hier an der Stelle an dich einfach nochmal auch immer wieder weitergeben, wie wichtig es doch ist, mit solchen Menschen immer wieder auch zu tun zu haben, die sich an diese Themen ranwagen und das mehr oder weniger auch versuchen, eben sehr nüchtern die Faktenlage einfach mal zu beschreiben, ohne vielleicht jetzt zu sehr in die Spekulation abzudriften, die sehr wohl ja auch da ist. Aber ne, eben vor gucken, wo liegen hier die tiefgreifenderen Themen dazu. Und da gehörst du für mich, und das sage ich so, und das sehen sicherlich die Zuschauer auch so, da gehörst du schon in den deutschsprachigen Raum zu denjenigen, die da ganz weit vorne sind und sehr viel Mut beweisen, diese Dinge immer wieder ans Tageslicht zu bringen. Und dafür seid ihr mal hier herzlich gedankt dieser Stelle. Es ist wirklich wichtig. Es ist leider so, vielleicht an der Stelle passt es gerade, dass es erschreckend ist, dass manchen Menschen auch ein gewisses Mindestmaß an Mut fehlt. Und zwar gibt es seit letztem Jahr eine starke Kampagne. In der Schweiz ging das los gegen die Therapeuten, die mit Menschen arbeiten, die rituelle Gewalt, haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Ja. Da wurde der alte Begriff der Satanic Panic wieder ausgegraben, ebenso wie der Begriff von False Memory, obwohl schon, wir haben, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, die Ursprünge der False Memory Syndrome Foundation sind sehr, sehr fraglich, um es ganz milde auszudrücken. Also man kann nachweisen, dass MK-Ultra-Ärzte da im Advisory Board waren und ähnliches. Dennoch packt man das jetzt wieder aus im vollen Umfang in der Schweiz, und auch in Deutschland gibt es jetzt erste Berichte.
Und es ist bekannt mittlerweile, dass in der Schweiz tatsächlich mehrere Therapeuten ihren Job verloren haben wegen dieser Berichterstattung, was dazu führt, dass Betroffene von ritueller Gewalt eben diese Therapeuten nicht mehr haben. Und was wirklich dramatisch ist, es sollte jetzt eine Fachtagung in München stattfinden zum Thema rituelle Gewalt und dissoziative Identitätsstörung oder organisierte und rituelle Gewalt nannte sich es, glaube ich, von dem Trauma-Hilfezentrum München organisiert. Und die haben das jetzt kurzfristig abgesagt und sind quasi eingeknickt vor dieser Berichterstattung und fürchten offenbar um ihren Ruf. Und das ist natürlich ein ganz verheerendes und auch beschämendes Signal an die Betroffenen, dass selbst ihre eigenen Therapeuten nicht zu ihnen stehen, nicht ihrer eigenen fachlichen Kompetenz vertrauen. Und das ist ohnehin ein Thema, wo ich mich schon lange wundere, warum die vielen Therapeuten, und wir sprechen hier von vielen Dutzend allein in Deutschland, die sich seit Jahren mit dem Thema befassen, selbst wenn der Einzelne sich nicht traut, warum die sich nicht mal zusammenschließen und dann zu 20, 30, 40, keine Ahnung, eine Pressekonferenz mal abhalten und sagen, was Sache ist. Und stattdessen werden dann Fachtagungen abgesagt. Das nur noch mal zum Thema Mut. Wir hatten vor Jahren in einem anderen Kontext mal folgende Idee. Da ging es um das Thema, ne, diese Kinder aus diesen Netzwerken zu befreien und so weiter. Und wir hatten sozusagen ein Meeting gehabt mit mehreren Leuten, die sich darum kümmern und so weiter und so fort. Und das Thema war natürlich, das öffentlich zu machen, ja, und so weiter. Und ich habe dann damals gesagt, also, wenn wir sowas machen, und das wiederhole ich jetzt hier mal an dieser Stelle, dieses Angebot. Ich habe ja nun gute Kontakte auch in diese Szene. Ich kenne die allermeisten Moderatoren oder Sendebetreiber irgendwie über Ecken, und die allermeisten kenne ich persönlich, die anderen über Ecken. Wenn man sowas macht und sowas machen möchte, wenn es um solche Themen geht, dann müssen alle gleichzeitig diese Sendung rausbringen. Ne? Mhm. Nicht Blaupause am Montag und vielleicht der Joe Konrad, ne? Bewusst TV am Dienstag und so weiter. Ne? Und noch ein paar andere Mutige, die sagen, machen wir mit. Sondern gleichzeitig. Und dann vielleicht eine Woche lang jeden Tag. Dass das ein starkes Signal ist. Und das kann ich gerne hier an dieser Stelle einfach mal in den Äther schicken. Wenn sich da draußen Therapeuten finden, die reden möchten über das Thema, Verpixelung und so weiter und so fort, ist heute überhaupt kein Problem mehr, kann man alles machen. Na, also man muss nicht jetzt nicht mit seinem Klarnamen und Gesicht da sitzen. Ich würde dann mich sozusagen bereitstellen, denjenigen aber auch zu prüfen, wen habe ich da im Interview, natürlich ist der auch jedenfalls aussagefähig. Und so weiter und so fort. Also ich würde das hier in dieser Stelle gerne gebe ich es gerne raus. Es gibt mittlerweile Plattformen, wo es kein Problem ist, das zu gucken, ja, weil eigene Server vorhanden sind und so weiter und so fort. Also wenn hier ein Bedarf besteht und das Therapeut jetzt sieht und sich angesprochen fühlt, meine E-Mail-Adresse ist bekannt, steht unter jedem Video drunter, einfach anschreiben. Und wenn das eine größere Bewegung ist oder eine größere Aktion werden soll und so weiter und so fort und hier man merkt also, es ist ein größeres Interesse da von Gruppen, die das machen wollen. Ja, dann ist es doch kein Problem, mal die ganzen Kollegen von uns alle mal anzuschreiben, anzurufen. Die Hälfte, wie gesagt, habe ich die Telefonnummer hier. Und dann ruft man die mal an. Wer ist denn bereit, da mitzumachen? Aber wenn solche Dinge gemacht werden, wie gesagt, dann ist es aus meiner Ansicht nach, um ein klares Zeichen zu setzen, dass alle Kanäle, die mitmachen, und am liebsten 50 oder 100 oder mehr, und es gibt tausende Alternativkanäle da draußen, ja, dann aber zur gleichen Zeit mit dem Inhalt, damit das wirklich rauskommt, weil dann können sie es nicht mehr unterdrücken, so ohne weiteres. Ja. Du kannst es nicht alles zeitgleich löschen, das geht einfach nicht. Und wir erreichen natürlich dann auf einem Schlag sehr, sehr viele Menschen. Ja. Und nur so funktioniert's. Und das ist sowieso ein Thema, was ich ja in vielerlei Hinsicht auch in der Szene, sage ich jetzt mal, ein bisschen vermisse, dieser Zusammenhalt. Ja. Ja. Wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Ich glaube, die allermeisten auch meiner Kollegen haben das gleiche Bedürfnis. Ja. Die sind an der Wahrheitsfindung interessiert. Ich sage nicht, dass wir die Wahrheit gepachtet haben und dass wir sie sagen, ne? Das wissen alle. Aber dieser Zusammenschluss, na, bei gerade diesen zentralen Themen, da sind wir uns ja oft auch nicht einig. Und das ist genau das, was der Deep State letzten Endes macht. Spalten, trennen auf allen Ebenen. Und das funktioniert natürlich auch in der sogenannten Szene. Obwohl ich es oft genug sage, dass wir uns eigentlich gar nicht so in dieser Szene zugehörig fühlen. Aber natürlich werden wir dazu gerechnet, ist doch klar. Ne? Es ist irgendwo, klar gehören wir irgendwie, mittlerweile ist Blaupause da irgendwie auch ein Begriff.
Und aber wie gesagt, hier kann man gemeinschaftlich etwas machen, gemeinschaftlich etwas auf die Beine stellen und sagen, wenn dann arbeiten wir die Videos aus und die gehen zeitgleich über den Äther und zwar über alles eine koordinierte Situation. Dann wird es sehr, sehr schwer für YouTube, Google und wie sie auch alle heißen, das unter den Deckel zu bringen. Ja. Ganz einfach. Ja, ne? absolut richtiger und wichtiger Ansatz. Und ich kann nur so viel sagen, diese Täterpropaganda, die wird nicht unbeantwortet bleiben und alles andere off record zwischen uns beiden später. Ja, genau so ist es. Ne? Gibt ja auch, übrigens genau aus dem Grund beschäftige ich mich ja aktuell zum Beispiel eben mit dem Thema Kryptotelefonie. Ne? Ich gedenke ja demnächst ein Produkt auch anzubieten oder sowas, wo es komplett um die Verschlüsselung geht. Das heißt 100% abhörsichere Kommunikationskanäle. Ne? Kein Google drin, kein NSA, nix. Vollkommen eigenes autarkes System. Und ich kann euch so viel schon verraten, Freunde, ist schon alles da. Es gibt's das. Ich warte noch auf ein paar Freigaben, es auch vertreiben zu können in dieser Form, wie ich das gerne hätte. Die Gespräche laufen. Also hier wird es auch Möglichkeiten geben, eben der wirklichen, absolut anonymen Kommunikation. Ne? So viel sei dahingestellt. Kommt also auch noch. Und wenn das eine Basis oder so eine Grundlage ist, die wir alle brauchen, na bitte, ne? dann ist es möglich. Und übrigens ist es auch für die allermeisten Menschen ist das auch finanzierbar. Weil wir reden nicht von ein paar tausend Euro Anschaffung. Ja, es ist möglich. Es geht. Wir sind in 2023. Es ist viel mehr möglich, als die meisten glauben. Und das, was ich da gedenke zu machen, ich habe es natürlich nicht entwickelt. Ich hatte nur das Riesenschwein und Riesenglück, dass ich da irgendwie reingerutscht bin mit den Leuten, die es entwickeln. Das gibt es weltweit nicht ein einziges Mal nochmal. Das ist wirklich einmalig. Vielleicht dient das auch dann, den Mut zu haben, überhaupt mal darüber zu reden. Ja, wenn man weiß, okay, es ist über zumindest mal in der Kommunikation möglich, ohne abgehört zu werden und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Das, um ehrlich zu sein, hatte ich diesen Gedanken noch gar nicht im Kopf, dass es natürlich auch für vielleicht gewisse Opfer wichtig ist, ja, absolut. Verschlüsselte Kommunikation zu haben, weil sie so geängstigt sind, dass sie sich nicht trauen, übers Telefon normal darüber zu reden. Und über die Entfernungen, die wir teilweise reden, ist es natürlich schwierig, jeden Einzelnen persönlich zu besuchen. Also hier, wie gesagt, nur mal am Rande, sollte jetzt eigentlich gar kein Werbeblock sein, aber es wird da was kommen, so viel kann ich schon mal sagen. Okay, also Marcel, vielen, vielen Dank nochmal. Wie gesagt, auch aus der Community, mich erreichen E-Mails, schaut ihr auch gerne selber mal die Kommentare unter die Videos an. Mhm. Da sind sehr viele Dankeschreiben drunter für deine Tätigkeit, Mut. Und genau da ist er auch richtig adressiert. Es braucht genau solche Menschen. Und richtig, diese Menschen müssen auch irgendwie leben. Und der Autor macht die meiste Arbeit. Nicht Amazon, nicht der Händler und so weiter und so fort. Klar, jeder muss leben, keine Frage. Aber das ist wichtig, das zu unterstützen. Und Marcel hat sehr viele Bücher geschrieben, sehr interessante Bücher geschrieben. Schadet nichts da vielleicht einfach mal, die sich ins Regal zu stellen. In diesem Sinne. Marcel, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, liebe Zuschauer. Genug geredet. Alles Gute. Weiter verteilen, abonnieren, verlinken, teilen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. In diesem Sinne, alles Gute. Ciao.